HYBIT, grüne Wasserstoffproduktion in Bremen. Wir bauen in diesem Projekt gemeinsam mit unseren Partnern am Standort Mittelsbüren einen Elektrolyseur zur Produktion von Wasserstoff. Das Stahlwerk in direkter Nachbarschaft wird den Wasserstoff dafür nutzen, um CO2-Emissionen bei der Produktion einzusparen. Gut für unser Klima. In Mittelsbüren sind beste Voraussetzungen für die Wasserstoffproduktion gegeben. Ausreichend entsalztes Wasser und eine starke Anbindung für regenerativ erzeugten Strom bieten unsere angrenzenden Kraftwerksanlagen schon seit vielen Jahren. Aber wie entsteht eigentlich grüner Wasserstoff? Das Wasser wird auf Betriebstemperatur und Druck gebracht und trifft dann in den Containereinheiten auf den elektrischen Strom. Wir nutzen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Die elektrische Spannung spaltet das umgebende Wasser in seine Bestandteile, Sauerstoff und Wasserstoff. Dieser Vorgang nennt sich Elektrolyse. Eine spezielle Membran zwischen den beiden Elektroden verhindert, dass Sauerstoff und Wasserstoff zu Wasser zurückreagieren. Über Dachlüfter entweicht der Sauerstoff in die Umgebung. Der Wasserstoff wird nach einer Trocknung in zwei große Speicherbehälter geführt. Er ist nun einsatzbereit als Energieträger. Der Großteil des produzierten Wasserstoffes wird direkt zum Stahlwerk transportiert und dort für die Stahlproduktion genutzt. Die Menge an bisher eingesetzter Steinkohle kann dadurch reduziert werden. Ein wichtiger Baustein, um die CO2-Emissionen des Stahlwerks zukünftig zu senken. Zudem kann ein Teil des Wasserstoffs flexibel per Lkw an weitere Einsatzorte, wie zum Beispiel Wasserstofftankstellen, transportiert werden. Bereits ab 2024 wollen wir im Projekt HYBIT jährlich rund 1.500 Tonnen grünen Wasserstoff in Bremen erzeugen. Die Produktionsmengen werden wir stufenweise weiter erhöhen, um Wasserstoff als klimafreundlichen Energieträger in unserer Region zu stärken. Dadurch kommen wir einer CO2-freien Industrie in Bremen einen Schritt näher.